Im Jahr 2022 ist der Falklandkrieg von 1982 bereits 40 Jahre her. Dieser Krieg zwischen Argentinien und dem Vereinigten Königreich um eine eher unbekannte und spärlich besiedelte Inselgruppe im Südatlantik ist für mich einer der interessantesten in den letzten Jahrzehnten. Deswegen habe ich auch schon viele Bücher darüber gelesen und eine ganze Reihe schon auf meinem Kanal hier besprochen. Ein für mich besonders interessanter Teil der ganzen Geschichte dieses Konfliktes hat, soweit ich es feststellen kann, bisher allerdings noch nicht so viel Aufmerksamkeit erfahren. Und das ist die Geschichte der britischen leichten Panzer im Falklandkrieg. Deswegen habe ich alle Quellen, die ich zu diesem Thema finden konnte, zusammengetragen und werde euch nun in einer Videoserie die Geschichte der britischen leichten Panzer im Falklandkrieg vorstellen. In diesem ersten Video geht es los mit dem Beginn des Krieges, einem kurzen Überblick über die beteiligten Fahrzeuge und einer Beschreibung der Ereignisse bis zum Eintreffen der Landungsschiffe in der Nähe der Falklandinseln. Das Video ist wie immer in Kapitel unterteilt, die ihr in der Zeitleiste unterm Video oder in der Beschreibung findet. In der Beschreibung findet ihr auch meine wichtigsten Quellen für dieses Video. Die Falklandinseln sind seit mindestens 1833 ein umstrittenes Gebiet zwischen Argentinien und den Briten, als die Briten eine argentinische Siedlung auflösten und einen eigenen Stützpunkt errichteten. Die Argentinier haben ihren Anspruch auf die Inseln seitdem nie offiziell aufgegeben. Und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Thema für Argentinien zu einer Frage des Nationalstolzes. Nach langen diplomatischen Verhandlungen, die nicht zu einer Lösung führten, beschloss die neue argentinische Junta, die Frage notfalls mit Waffengewalt zu lösen. Eine in Anführungszeichen gute Gelegenheit, genau das zu tun, bot sich durch einen Zwischenfall auf einer anderen britischen Insel im Südatlantik, Südgeorgien. Infolgedessen begannen argentinische Streitkräfte am frühen Morgen des 2. April 1982 mit der Landung in der Nähe der Hauptstadt der Falklandinsel Port Stanley. Oder wie die Argentinier sie nennen, die Malvinas und Puerto Argentino. Mit dieser Landung begannen die Argentinier den Falklandkrieg, der bis zur argentinischen Kapitulation am 14. Juni 1982 andauern sollte. Mit anderen Worten, etwa 2,5 Monate. Noch bevor die Argentinier gelandet waren, hatte die britische Regierung, alarmiert durch Geheimdienstberichte, bereits beschlossen, eine starke Taskforce zu entsenden, um die Inseln mit militärischen Mitteln zurückzuerobern, falls die Diplomatie dieses Ziel nicht erreichen würde. Als Bodenkomponente dieser Taskforce wurde schnell die 3. Kommandobrigade festgelegt. Diese bestand damals aus der britischen Königlichen Marineinfanterie, einer mobilen Infanterieeinheit, die für die Verteidigung Nordnorwegens im Rahmen einer NATO-Formation vorgesehen und ausgebildet worden war. Für die Rückeroberung der Falklandinseln wurde die normale Gefechtsordnung der 3. Kommandobrigade um eine Reihe zusätzlicher Einheiten erweitert, die man für eine amphibische Landung außerhalb Europas benötigte, um die für eine solche Operation erforderlichen zusätzlichen Fähigkeiten bereitzustellen, die der 3. Kommandobrigade selbst fehlten. Aufgrund des sehr schwierigen Geländes in den Falklandinseln wurde angenommen, dass schwere Panzer sich dort quasi nicht würden bewegen können. Da aber dennoch eine gepanzerte Komponente wünschenswert erschien, bat Brigadier Julian Thompson, der Kommandeur der 3. Kommandobrigade, um eine gepanzerte Aufklärungseinheit für die Operation. Aus diesem Grund wurden am 4. April 1982 die Blues and Royals in ihrer Kaserne in Windsor aufgefordert, zwei gepanzerte Aufklärungszüge bereitzustellen. Die Blues and Royals sind ein Kavallerieregiment und Teil der britischen Household Cavalry. Der Name dieser Einheit geht auf zwei der ältesten britischen Kavallerieeinheiten zurück, die 1969 zu einer Einheit zusammengefasst wurden. 1982 waren die Blues and Royals ein gepanzertes Aufklärungsregiment, das für die gepanzerte Aufklärung im Auftrag von größeren Verbänden ausgerüstet war. Dabei kamen die leichten Panzer Scorpion und Scimitar zum Einsatz, die beide verschiedene Varianten der CVRT-Fahrzeugfamilie sind, wobei CVRT für Combat Vehicle Reconnaissance Tracked, also Kampfaufklärungsfahrzeug auf Ketten, steht. Die Blues and Royals nahmen und nehmen auch heute noch berittene zeremonielle Aufgaben in Windsor und London wahr. Brigadier Julian Thompson war der Meinung, dass sie bei der Panzerabwehr und der mobilen Feuerunterstützung nützlich sein könnten. Und so wurden sie der Taskforce hinzugefügt. Ein Schritt, der möglicherweise durch die argentinischen Fernsehbilder von Amtrak, also gepanzerten Landungsfahrzeugen, in Port Stanley beeinflusst worden war. Die für den Einsatz vorgesehene Teileinheit gehörte zum B Squadron der Blues and Royals. Im deutschen Militär würde ein britisches Squadron wohl einer Panzerkompanie entsprechen. Beteiligt waren insgesamt 4 Scorpion und 4 Scimitar CBRTs sowie ein Samson Field Recovery Tractor, also ein Bergepanzer. Jeder Troop hatte eine Standardausstattung von jeweils 2 Scorpion und 2 Scimitars.
Die übliche Taktik bestand darin, sie paarweise einzusetzen, das heißt ein Scimitar und ein Skorpion zusammen. Der Kompanieführer konnte aus Platzgründen nicht mitkommen und so wurde der 24-jährige Leutnant Mark Corrath ihr Kommandant. Die Tatsache, dass es sich bei ihm um einen relativ jungen Offizier handelte, führte zu Problemen, da ihm die Autorität fehlte, um die Bedürfnisse seiner Einheit im Hauptquartier der 3. Kommandobrigade zu vertreten. Tatsächlich erklärte Brigadier Julian Thompson nach dem Krieg, er hätte dem Kompaniekommandanten erlauben sollen, mitzukommen. Genau wie auch mehr CVRTs. Aber zum Zeitpunkt der Entsendung der Taskforce gab es einen akuten Mangel an Schiffen, um diese über 12.000 Kilometer zu den Falklandinseln zu transportieren. Werfen wir nun einen kurzen Blick auf die gepanzerten Fahrzeuge, die für die Taskforce ausgewählt wurden. Die CVRT, Fahrzeugfamilie, wurde in den 1960er Jahren von der britischen Firma Alvis entwickelt. Sie umfasste mindestens 7 verschiedene Fahrzeuge, die alle auf demselben Fahrgestell und mit derselben Fahrzeugtechnik konstruiert wurden. Einige dieser Fahrzeuge, wie zum Beispiel der Scimitar, sind auch heute noch bei der britischen Armee im Einsatz. Die Forderung für die CVRT-Familie ergab sich aus der in den 1960er Jahren in Großbritannien herrschenden Auffassung, dass ein leicht gepanzertes Fahrzeug benötigt wurde, das von Großbritannien aus per Lufttransport in jeden Krisenherd der Welt gebracht werden konnte, um den dorthin entsandten Streitkräften mehr Feuerkraft zu verleihen. Eine weitere Rolle für diese leichten Panzerfahrzeuge war im Fall des Scorpion und des Scimitar die Aufklärung. Das war auch die Rolle, auf die sie sich in Europa im Rahmen der Vorbereitung eines Krieges gegen den Warschauer Pakt vorbereitet hatten. Da die Lufttransportfähigkeit der CVRTs von größter Bedeutung war, mussten sie leicht und kompakt sein. Daher ihr geringes Gewicht von etwa 8 Tonnen und ihre vergleichsweise geringen Abmessungen, sowie der daraus resultierende geringe Bodendruck. Diese Eigenschaften waren der Grund dafür, dass überhaupt eine Einheit von CVRTs für den Einsatz auf den Falklandinseln ausgewählt wurde. Sie waren in gewisser Weise perfekt für diesen Einsatz geeignet, da sie so konstruiert waren, dass sie auch sehr schwieriges Gelände wie die Sümpfe der Falklandinseln durchqueren konnten. Diese Mobilität bedeutete im Übrigen auch, dass sie vorwärts verlegt werden konnten, ohne dass ein Hubschraubertransport erforderlich war, wie beispielsweise bei Artilleriegeschützen. Dadurch boten sie den Bodentruppen mobile, geschützte Feuerkraft, in gewisser Weise die klassische Rolle von Panzern seit dem Ersten Weltkrieg. Der Scorpion war die CVRT-Variante, die mit einer rückschussarmen 76mm Kanone bewaffnet war. Seine Aufgabe in der CVRT-Familie war die Bekämpfung von Infanterie und Bunkern, sowie möglicherweise von Panzern mit seinen Hash-Geschossen. Der Scimitar mit seiner 30mm Radenkanone war mehr auf die Bekämpfung feindlicher gepanzerter Kampffahrzeuge ausgerichtet. Beide leichten Panzer hatten eine dreiköpfige Besatzung, einen Fahrer, einen Richtschützen und einen Kommandanten. Sie wogen beide etwa 8 Tonnen, hatten eine theoretische Höchstgeschwindigkeit von 72,5 km pro Stunde und waren leicht gepanzert gegen Granatsplitter und Geschosse vom Kaliber eines Gewehres sowie aus einigen Winkeln auch gegen schwere Maschinengewehrgeschosse. Eine Tatsache, die später im Feldzug wichtig werden sollte, war, dass beide Varianten mit passiven Restlichtverstärkern der 2. Generation ausgestattet waren, die es ihnen ermöglichten, bei Nacht effektiv zu beobachten und zu operieren. Die letzte CVRT-Variante in der Einheit war der Samson, eine Variante des CVRT als Berge- und Reparaturfahrzeug, ebenfalls auf demselben Fahrgestell. Für die erste Etappe der Reise in den Südatlantik wurden die Fahrzeuge von ihrer Kaserne nach Southampton transportiert und am 9. April 1982 auf die MV Elk verladen. Bei der MV Elk handelte es sich um eine Ro-Ro-Fähre, die im Rahmen des Programms Ships Taken Up from Trade oder kurz STUFT vom privaten Schiffseignern rekurriert worden war. Die Besatzung wurde auf der SS Canberra eingeschifft. Dabei handelte es sich um ein Kreuzerschiff, das ebenfalls über das STUFT-Programm bereitgestellt worden war. Die Canberra verließ Southampton am 9. April 1982 mit Kurs nach Süden. Der erste Stopp auf der etwa 12.000 Kilometer langen Reise zu den Falklandinseln war die kleine britische Insel Ascension. Ungefähr auf halbem Weg zu den Falklands, also etwa 6.000 Kilometer von Southampton entfernt. Diese Insel war im Falklandkrieg eine wichtige Logistikbasis und ein Sammelpunkt für die britische Flotte. Auf dem Weg trainierten die Crews auf vielfältige Weise mit dem Rest der 3. Kommandobrigade auf See an Bord der Canberra. Nach der Ankunft auf der Fahrzeuge auf Ascension am 7. Mai war gerade noch Zeit und Raum auf den Landungsbooten verfügbar, um eine schnelle Schießübung auf Ascension ohne die üblichen Begrenzungen des Munitionsverbrauchs durchzuführen. Außerdem wurden die Fahrzeuge zum Warten vorbereitet.
Zudem wurde erprobt, ob die Scorpions und Scimitars in den Bug des Landungsbootes LCU Landing Craft Utility geladen werden konnten, um über die abgesenkte Rampe beim Anlaufen der Landungsstrände Feuerunterstützung zu leisten. Dieser Behelf wurde auch als Landing Craft Gun, Landungsbootkanone, für Arme bezeichnet. Nichtsdestotrotz wurde festgestellt, dass dieses System möglich war. Nach Abschluss der Ausbildung und Erprobung wurden 3 und 4 Troop der Blues and Royals mitsamt ihrer Fahrzeuge auf die HMS Fearless verladen. Dies war Teil eines größeren Umladevorgangs von Material und Personal vor Ascension. Ziel davon war es, für die spätere Landung alles bereits auf den richtigen Schiffen zu haben. HMS Fearless war ein amphibisches Angriffsschiff der Royal Navy, ein sogenanntes Landing Platform Dock oder LPD. Also ein Schiff, das in der Lage war, Truppen in einer amphibischen Operation zu transportieren und anzulanden. Nach Abschluss der Vorbereitung stach die HMS Fearless am Abend des 7. Mai 1982, noch am gleichen Tag, an dem die Northern Ascension eintraf, in See und fuhr zu den Falklandinseln. Nach etwa 10 Tagen Fahrt von Ascension nach Süden erreichte die amphibische Gruppe schließlich das Seegebiet um die Falklandinseln und traf am 18. Mai mit der Trägerkampfgruppe zusammen. Nun galt es, die wohl schwierigste aller militärischen Operationen durchzuführen: eine amphibische Landung an einer feindlichen Küste. Das ist das Ende dieses Videos. Aber im nächsten Video in Teil 2 geht es weiter mit der Landung und den ersten Operationen auf den Falklandinseln. Sobald Teil 2 fertig ist, werde ich ihn hier auch verlinken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt so wie ich etwas gelernt. Wenn ihr noch nach guten Büchern über den Falklandkrieg sucht, schaut euch doch mal meine Serie mit Buchrezensionen zum Falklandkrieg auf Englisch an. Link in der Beschreibung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Feedback und Hinweise auf weitere Quellen oder was auch immer ihr schon mal sagen wolltet, gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.